Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Der letzte Part ist schon sehr, sehr lange her. Das hat einfach den einfachen Grund, ich wollte nicht allzu viele Projekte auf einmal haben. Minecraft, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Pokémon habe ich ja pausiert, mittendrin irgendwann. Der wahre Grund ist, dass mein Cousin hier war. Und zwar einen Monat lang, ja. Und der hat dann gesehen, dass ich auch Yu-Gi-Oh! Hier habe. Und ja, ich habe ihm dann gesagt, willst du mal spielen? Er so, ja, gerne. Und was hat er gemacht? Er hat einerseits GX durchgespielt. 5Ds auch. Bei Zexia hat er angefangen, wie man hier sieht. Und er hat auch ein eigenes Deck gemacht. Da würde ich einfach mal sagen, wir haben ja richtige Probleme mit Tanja, wie man schon im letzten Part gesehen hat, dass wir das Duell einfach mal mit seinem Deck machen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Deck noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was er da für ein Deck... wo ist das denn? So, erstmal suchen wir wieder. Hier ist Tanja, das Ablenkungsduell. Die Texte kenne ich auch nicht alle. Tanja haben wir schon gelesen zum Glück, ne? Deswegen müssen wir das nicht machen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach direkt hier rein und benutzen das Benutzerdeck. Magier des letzten Jahrhunderts. Okay. Also Magier-Deck. Denke ich jetzt mal, ne? So. Ich hoffe, damit wird es leichter sein, Tanja zu besiegen. Weil die nervt mich extrem. Ich will weitermachen. Und die nervt mich einfach. Total. Total. Yu-Gi-Oh! Wird wahrscheinlich jeden Tag kommen, würde ich sagen. Also Montag bis Freitag, auf jeden Fall. Wochenende nicht. Weil ich da dann immer aufnehme. Ist, denke ich, am besten. Ja, als ob ich schon was machen kann. Was kann ich denn machen? Was machst du? Das macht dich einfach mal. Okay. Was heißt das? Nichts oder was? Wow, geil. Hat sich gelohnt, das zu machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Seichtes Grab. Okay. Okay. Die Karten kommen mir vertraut vor, weil das auch ältere Karten sind. Das finde ich mega gut. So, dann hole ich mal dich hier. Meine Valkyrie. Oh, ich finde die Karte echt schön, diese Valkyrie. Och, Mann. Ich hasse die. Ich hasse Tanja, ey. Ihre scheiß Fallenkarten. Ich brauche so einen Fallen. Kartenvernichter. Jinzo wäre cool, ne? Jinzo wäre auf jeden Fall cool und praktisch. Ja, ich setze sie einfach jetzt schon ein, weil... Ne? Scheiß Fallenkarten nervt mich. Nervt mich. Ja, war ja klar, dass wieder direkt ein Monster wieder dazukommt. Du Arsch. Du Arsch. Oh. Oh, das ist natürlich auch eine super Sache. Dann... mache ich mal das hier, dann hole ich mir meine Valkyrie wieder. Bitte in Angriffsmodus. Scheiße. Scheiße. Nicht schlimm. Auf jeden Fall nicht schlimm. So, und ich beende meinen Zug. In der Hoffnung, dass ich den Effekt hier gleich aktivieren kann. Und dann denke ich 4000. 4000 war ich, glaube ich. So, 4000, komm. Das heißt, er braucht jetzt ein Monster, was über 4000 Angriffspunkte hat, um überhaupt angreifen zu dürfen. Das ist ein bisschen gemein, aber anders... Oh, was? Was? Das Siegel von Orichalcos, cool. Hä? Ach so, weil das... Och Mann, weil das eine andere Beschwörung war und keine normale. Och Mann, ich lerne diese Effekte von der Karte ja nie. Scheiße. Naja, solange... ne, die nicht angreifen kann, ist alles gut, würde ich mal sagen. So, dann beschwöre ich dich hier. So. Dann klau mal die Angriffspunkte. 1700. Und wir besiegen dich. Perfekt. Gut, erste Nervensäge schon mal weg. Und ich hoffe einfach, dass meine Pyramide lange genug stehen bleibt. Im Notfall machen wir Karten tot. Würde ich vorschlagen. Das ist, denke ich, mal eine ganz gute Idee. Oh, Ring der Zerstörung, cool. Auf jeden Fall praktisch. Um irgendeinen Stab... Oh, vielleicht doch nicht ganz so praktisch.
Dann mache ich die, glaube ich, da weg. Die rechte. Das wären dann 1900 Schaden, dann hätte ich noch... Paar. Paar. Ist doch gut, oder? So, weg mit dir. Ja. 1900. Okay. Ja, was macht... Och nee, jetzt holt sie die schon wieder. Mann. Och nee, nicht der Löwe. Okay, den Löwen muss ich als erstes killen. Wenn nicht, dass er zu stark wird. Das wäre ein leichter Fail auf jeden Fall. Und ich setze die Karte hier noch ein. Dann verstärke ich den auf 4000. So, dann kannst du nämlich den da killen. Und du killst den. Perfekt. So, weiter geht's. Ah, es sieht ganz gut aus. Ist ein gutes Deck auf jeden Fall. Mann, oh Mann. So. Oh, magisches Zylinder. Super, super, duper. Wieso hat er die Karte nicht in... Achso, kann er nicht, oder was? Okay, dann... Ne, weg mit dir. So, ich hoffe, hier drunter sind keine Überraschungen. Perfekt, perfekt. Oh, es sieht gerade ganz gut aus, muss ich sagen. Ganz gut. Ja, sieht immer noch gut aus. Da hätte sie nur keinen Kampfschaden. Ist bisschen blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber das... Da kann man nichts machen, ne? Nein. Jetzt nervt die Karte hier schon wieder, ey. Beschwörung könnte ich machen. Beschwören. Tada. Und... Keine Ahnung mehr, was das machte. Wie... Was willst du? Okay, Angriff, Angriff, komm, einfach Angriff. Nein. Alter, ne. Och, Mann, ich hasse diese Karten. Was habe ich hier drunter? Magische Zylinder. Nee, das will ich nicht zerstören. Mein Gott, ey. Ah, ich hätte vielleicht eine andere Idee. Ja, komm, ich habe eine andere Idee. So. Das Siegel geht eh nicht kaputt, dafür braucht man zwei Karten. Nice, ne? Nice, nicer Plan von mir. Ich hoffe, das kann man auch irgendwo ausstellen, weil das nervt extrem. Och, noch so ein Viech. Noch so ein Viech. Aber jetzt habe ich sie tatsächlich. Jetzt habe ich gewonnen, ne? Habe ich gewonnen? Alter Schwede, ich habe gewonnen, Leute. Endlich habe ich gegen Tanja gewonnen. Zwar mit einem fremden Deck, aber besser als 10 Stunden zu verlieren. Des Lebens. Ich denke, das war's. Lass mich wissen, ob du jemals einen Rückkampf haben willst. Kein Rückkampf. Ich schloss mich den Schattenreitern, um einen Duellanten zu finden, der würdig ist, mein Ehemann zu sein. Aber ich habe entdeckt, dass ich es nicht würdig bin, mit jemandem starken zu sein, wie du. Okay, gutes Deutsch. Le Vol Bastien. Na dann, ich denke, das ist das wahr. Junge Bestien, du sicher weißt, welche zu wählen, was? Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Es gibt jede Menge Fische im Meer. Im Meer, aha. Okay, okay. Ablenkungsduell gemacht. Oh, jetzt kommt der Kampf gegen... Hieß der Titan? Ja, ne? Ein Grund zu gewinnen. Alexis wachte über ihren Bruder in der Krankenstation. Eine geheimnisvolle Stimme plötzlich führte ihren Kopf, dass sie ihren Bruder unter einer Bedingung retten könnte. Sie muss ihn in einem Duell besiegen. Es war die Stimme von Titan. Denkend, dass er im Schattenreich verloren war, kehrte er als einer der Schattenreiter zurück. In Ordnung, duellieren wir uns. Und wenn ich gewinne, stell die Erinnerung meines Bruders wieder her. Das ist der Deal. Dein Ende des Deals. Aber wenn ich gewinne, bekomme ich auch etwas. Deinen Geisterschlüssel und deine Seele, die ich ins Reich der Schatten mitnehme. Hahaha. Wenn du und ich uns zum ersten Mal trafen, war ich noch ein Scharlatan der Schatten. Jedoch seitdem ich von ihnen ergriffen wurde, bin ich jetzt das Wahre, ein authentischer Schattenreiter. Lass uns beginnen. Oh Gott, ich muss mal eben kurz was trinken. Das tat mir ein bisschen weh in der Stimme. Das tat mir echt weh.
Okay. So. Sollte gut sein. Tita. Boah, ich bin ein bisschen froh, dass ich Dingsi gekillt habe. Was hat die... Ach, ich habe Dingsi gesagt und nicht Siri, ja? Danke, Handy. So, hätten wir das auch mal wieder. Monster mit oder mehr Attacke können keinen Angriff deklarieren. Falls die Attacke jedes Monster auf der gegnerischen höher als die Attacke dieser Blablabla, kann diese Karte die Life uns eines Gegners direkt angreifen. Monster wählen, dass du kontrollierst, werden bis zu Endphase halbiert und es kann dein Gegner in diesem Spielzug direkt angreifen. Ach Gott, ey. Und dann ein Monster auf dem Angriff, das sagen blablabla. Okay. Dann so. Dann das hier verdeckt. Kann ich schon eine Fusion machen? Das wäre interessant. Okay, perfekt. Dann mache ich jetzt einfach erstmal nichts. Boah, ich bin da mit Alexis Deck echt überhaupt nicht vertraut. Die hat solche komischen Karten. Da weiß ich nie, was ich machen kann. Alter, dein Ernst? Dein Ernst? Okay, wenn das so ist. Schwarzes Loch, will ich das schon benutzen, ne? Ne, auf jeden Fall nicht. Hier, bitteschön. Und wir greifen direkt an. Direkter Angriff. So. Ja, Direktangriff. Perfekt. 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 Mein Auge juckt. Okay, er kriegt so auch immer Schaden. Oh, hey, was macht der denn jetzt? Hä? Was ist das denn? Ist das nicht schwachsinnig? Das bringt doch gar nichts, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ja. So. Dann können wir dich hier beschwören. Eins kann ich abwerfen, das ist ganz cool. Weg mit dir. Oh, ich wollte das schwarze Loch eigentlich wegwerfen, aber... Wie? Eins? Scheiße. Das hat nicht ganz so gut hingehauen. Egal, egal, ich kann ja trotzdem noch so angreifen. Das ist schon ein bisschen lame, das Deck, oder? Wenn man so einfach direkt angreifen kann. Mit so einer Karte da. Da ist das echt schon ein bisschen OP, finde ich. Weil da muss man jetzt echt auf eine Zauberkarte warten, weil sonst kann man nichts machen. Okay, er hat auch ein gutes, sehr, sehr gutes Monster auf der, auf dem Feld. Da ist das dann vielleicht doch nicht ganz so OP. Ja, natürlich will ich das zahlen. Und was haben wir hier? Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff auf bla bla bla. Okay, das hört sich gut an. Und, ne, Angriff. So, ich darf jetzt einfach nicht mehr jucken. Oh, habe ich in 5 Zügen schon gewonnen? Das wäre lustig. Was macht das? Aua, nein. Scheiße. 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 Wieso bleibt die Karte? Hä, das ist ja hier ein unfaires Ding. Alter. Dann hoffe ich, dass du dich selbst zerstörst. Oh, perfekt. Hier, weg mit dir. Die Karte ist mir leider zu gefährlich. Tut mir leid, Herr Titan. Oh nee, ich habe Nein geklickt aus Versehen. Ah, fail. Fail. Och man, ich bin so blöd, ne? Ich bin aber auch doof. Ah, Facepalm. Och man, ich hätte gewinnen können. Ich hätte gewinnen können, locker. Locker flockig. Aber nein, ich versau es natürlich mal wieder. Ach man, ist das ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Oh, shame on me, ey. Shame on me. Ach, was ist das da jetzt schon wieder? Wirf eine Zauberkarte ab und... Alles klar. Alles klar. Nutz mein schwarzes Loch einfach. Finde ich in Ordnung. Kann eh nichts machen. Oh, ich muss nicht... Oh. Boah, der war heftig. Der war heftig. Als ob, hallo... Och nee, ey. Ich will nicht verlieren. Es hat so gut angefangen. Nur weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe, kannst du mich doch nicht so arg bestrafen, oder? Ne. Solange du das Monster, das mit dieser Karte
Ausgerüstet des Kontrollierers kann ein Gegner kein anderes Monster außer dem mit dieser Karte ausgerüsteten angreifen. Aha. Die hilft mir sehr weiter, Alexis. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir König des Schreckens. Jetzt unser World. Oh Gott, der macht viel Schaden. Oh oh. Oh oh. Komm. Falls diese Karte die Lifeforms direkt angreift, erhöhen nur während des Damage. Ich habe ein bisschen Angst, was sie jetzt machen soll. Ich hoffe einfach mal, dass die Karte hier was bringt. So, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe, die Karte bringt was, ey. Komm, Herz der Karten. Lass mich nicht in Stich. Wieso hat er überhaupt Monster, für die man jedes Mal irgendwas an Lebenspunkten wegmachen muss? So, was macht das? 1200? Richtiger Fail. Richtiger Fail nochmal. Komm, dich besiege ich jetzt auch noch. Aufgebe. Was aufgegebene? Was aufgegebenen? Aufgegebene? Es könnte natürlich sein, dass die Karte so hieß. So, ich hoffe, wir kriegen nochmal die gleichen Karten. Weil dann, weil die waren eigentlich doch ganz in Ordnung. Cybermama, was, wenn diese Karte als Tribut beschwören wird, zerstöre alle offenen Zauberkarten auf dem Spielfeld. Oh, cool. Ach, ich bin dran. Ich bin dran. Dann mache ich erstmal das hier. Und setzen. Und nein, ich will nicht. Und nein, ich will auch nicht. So. So, perfekt. So, setz mal bitte deine ganzen Fallenkarten. Das wäre ganz nett. Weil dann kann ich die gut kontern. Nein. Ja, okay. Von mir aus können wir jetzt eine mal machen. Ne? Nur mal so gucken, was da passiert. Nein. Perfekt. Was haben wir weggemacht? Doppelzauber. Lesen kann ich auch nicht mehr. So, Flipbeschwörung. Hier, hallo. Hallo, ich bin's. Okay. Dann hole ich noch eine Klingenläuferin. So. Klingenläuferin kenne ich tatsächlich auch vom Anime. Das muss ich ja schon mal hier sagen. Und es sieht gar nicht ganz so schlecht aus. Würde ich mal behaupten. Der 2300. Oh, oh, die muss ich gleich auf jeden Fall mal rufen. Damit wir einfach so eine kleine Sicherheit haben. Ne? Ja, können wir auch direkt machen. So, weg mit dir. Und was war das? Der Gegenschlag. Oh, perfekt. Perfekt. Das war echt praktisch. So, dann beschwören wir dich einfach mal. So, weg mit dir, Klingenläuferin. Die brauche ich nicht mehr. Und Cyberprimer. Hallo, Cyberprimer. Komm, Klingenläuferin. Oh, das schaffst du nicht. Scheiße. Egal, du schaffst es aber locker easy. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, Alexis, was hast du mir denn noch zu bieten? Ich hoffe, du hast gute Karten. Nicht so wie gerade. Obwohl, dieser Direktangriff war schon ganz praktisch. Ach, immer noch nicht, ey. Ich habe gesagt, ich brauche gute Karten und keine schlechten. So, weg mit dir. Bei einer... Oh, 2000. Oh, heftig. Heftig, heftig. So, Angriff. Das wären dann... Oh, nur 3500. Oh, es sieht ganz gut aus, ne? Sieht echt ganz gut aus. So, okay. Verteidigungsposition. Oh, wir haben den da wieder. Den setze ich jetzt erstmal nicht ein, weil das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich könnte jetzt wahrscheinlich gewinnen, aber... Ja, war klar, dass 1500 hier drunter ist. Schade. Wäre cool gewesen. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Twitter. Sein Typi wieder. Scheiße. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Ja gut, macht ja erstmal Schaden. Oh. Oh, oh, oh. Oh, nee, ey. Zwingt das schon wieder an.
Jetzt fängt dann schon wieder an, kurz vorm Ende. Kurz vorm Ende. Deswegen machen wir das hier. So. Und dann machen wir den hier. So, perfekt. Effekt aktivieren. Die Karte kam weg. Dafür kann das passieren. So, und wir greifen an. Das Blöde ist jetzt, jetzt habe ich die Karte hier eingesetzt und ich kann nicht mehr mit der angreifen. Das heißt, es könnte wieder den Sieg kosten. Es könnte den Sieg wieder kosten oder wir gewinnen vielleicht. Scheiße, hätte ich die Karte mal lieber nicht eingesetzt. Aber sicher ist sicher, ne? Oder? Oh, oh. 2100, okay. Okay, okay. Nein, will ich nicht. Weil ich kann ja jetzt eigentlich angreifen, oder? Eigentlich schon. Sollte mir eigentlich nichts können. Nö. Okay, gewonnen. Nice. Ja, Leute, ne? Wie immer. Nein, nicht schon wieder. Etikus. Etikus. Lexi. Eddie, willkommen zurück. Danke, Lex, für alles. Warte, da sind noch so viele unbeantwortete Fragen. Wie zum Beispiel, bist du jemals in das Schattenreich gekommen? Titan sagt, du hast es für die Macht getan. Glaub mir, Lexi, ich wollte nie gehen. Eines Tages, ein paar von uns würde gesagt, dass wir uns beim verlassenen Wohnheim treffen. Und dann passierte es. Es sollte ein Duelltest im Keller geben, aber stattdessen haben wir hunderte von diesen kleinen Schattenfallen gefunden. Ich konnte nicht entkommen. Ich wurde zum Schattenreich gebracht, sie gaben mir eine Gehirnwäsche monatelang, bis ich zu diesem Ding namens Nightshroud wurde. Durch wen? Wer war es, der dir eine Gehirnwäsche gab? Ich habe es nie herausgefunden, aber die Person, die mich zu diesem Duelltest gerufen hatte, war Professor Banner. Unser Professor Banner? Er ist also mit da drin? Okay. Ja, okay, Leute, ne? So, da das ja hier wieder, ne, wie immer, Leute. Mann, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen sollte. Wir öffnen natürlich wieder ein Duell-Dings. Ihr wundert euch, wieso hier so viele Karten sind. Ja, wie gesagt, ne, er hat hier schon ein bisschen rein investiert. Jaden? 190? Wie ich das? Ja, komm, erstmal einmal Alexis, weil wir haben Alexis heute gespielt. So. Auf jeden Fall, Leute. Links kommt ihr zum neuesten Video und rechts zur aktuellsten Playlist. Wir sehen uns dann bald wieder. Und wir haben Jaden gespielt. Und zwar morgen wieder, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Das hier kommt, glaube ich, Donnerstag. Weil ich habe noch 3 Videos von damals. Tatsächlich. Die müssten dann... Ja, okay. Ne? Wir sehen uns einfach morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.